sondern quasi Klappe auf. Dann können die da nämlich auch nicht einfach so drüber. Ja, das ist nicht schlecht. Hier hinten ist doch der... dieses Autokino, ne? Das ist im Grunde auch nicht immer so ein schlechter Punkt, da was herzubauen. Weil das ist ja auch eine komplett ebene Fläche. Ist das ein Schrottplatz oder was ist das? Oder ein höheres Gebäude? Das weiß man immer nicht, ne? Servus, hola. Olaf, Olaf aus Frozen war der Beste, meine Güte. Wie kann man sich solche Namen einfallen lassen? Ich sage einfach Olaf, okay? Servus, Olaf. Die Brücke hast noch nicht verstärkt. Jetzt hoffen wir, dass die da nicht dran kloppen. Ja, werden wir sehen, ne? Was brauche ich denn da? Da bräuchte ich jetzt halt Eisen und Pflastersteine. Brauche ich Zement? Betonmischung brauche ich da, oder? Weiß ich nicht, ich brauche den Hammer auf jeden Fall in der Hand. Ich brauche Eisen, glaube ich, und das da irgendwie und ich weiß es nicht. Ja, Beton. So, hier meinst du die Dinger, ne? Okay, und jetzt halt fehlt mir Stahl. Okay, den habe ich jetzt natürlich nicht mehr. Ist auch nicht schlecht. Aber ich glaube, die greifen dann eh nicht höher, ne? Ich denke, das ist schon... ist schon gut, oder? Da habe ich jetzt halt dummerweise meinen Stahl verballert, aber meine Güte. Und da, wo sie hochgehen. Also ich denke mal, dass ich... weil die kommen ja im Grunde nur an die zwei, oder? Okay, habe ich dann auch schon immer... naja, wenn sie dran gehen und das Ding bricht zusammen, dann... meine Güte, dann ist es halt so. Da bin ich sehr entspannt bei sowas. Es ist ärgerlich immer, ganz klar. Aber dann baue ich halt neu. Du kennst mich doch, Pitti, wie entspannt ich da bin. So, 2030. Also die zweite Waffe, die behalte ich mir jetzt halt einfach mal hier drin. Ich tue den ganzen Schmonz hier wieder raus. Das reicht mir hoffentlich zum Reparieren. Das Eisen auch wieder raus. Ja, Verbände oder sowas habe ich auch nicht, ne? Schmerzmittel, die bringen mir 40 Gesundheit. Dann sollte ich die da mal hin tun. Irgendwie Verbände noch oder so. Wäre, glaube ich, auch nicht schlecht, ne? Dass ich halt einfach mal so 5 Verbände mit rein tue. Das waren Antibiotika. Was ist das? Schadensvermeidung. Das ist doch eigentlich auch nicht schlecht, oder? Eine Schadensvermeidung, wenn man sich reintut. Einfach mal mit hernehmen.
Zack. Das ist Tragikapitel. Okay. Wasser sollte ich mir noch mit reintun, weil da habe ich eigentlich auch nichts. Warte, wie bin ich von den Werten? Ich erkenne das da unten immer so fast gar nicht, ne? Wo ist es denn? Da muss es doch sein. Ne, da ist es. Da ist es irgendwo. Hier. Wasser, ja. So, 120. 140. Und wenn ich das jetzt noch trinke, dann bin ich wieder full. Dann kann ich mir hier mal ein paar Steaks noch schnappen. So. Geht's aber. Nahrung. Na gut, dann muss ich da noch ein paar essen. So. Dann ist gut. In der Stunde. In der Stunde geht's rund. Und wenn die hier hochkommen, dann kann ich immer noch zumindest mal mir so ein Zeug hier reinschmeißen auf die Schnelle, um meinen Schaden abzumindern. Naja, wir werden es sehen, ne? Patronen habe ich diesmal auf jeden Fall mehr einstecken. So, 21.11 Uhr. Ich weiß ja, wo du deine Base hast, Pity. Ist ja klar. Du bist ja bei dieser... bei der Brücke recht nah. Hier, ne? Aber ich überlege halt wirklich, ob ich nicht in die Stadt gehe. Beim Krankenhaus ist es schon auch reizvoll, aber irgendwie... ich weiß nicht. Also wenn, dann würde mich halt eher reizen, wirklich in so eine große City zu gehen, ne? Oder zumindest halt irgendwie am Rand. Jetzt weiß ich natürlich nicht, wie es hier außen rum ausschaut. Das da schaut ja auch schon mal ganz nice aus hier vom von der Fläche her, ne? Es scheint mir irgendwie so ein Baumarkt auch zu sein oder irgendein Laden auf jeden Fall. Oder weißt du, was da ist? Ich weiß es gar nicht. Ich bin zwar schon dran vorbeigefahren, aber ich weiß... oder war das der Nachtclub? Kann das sein, dass es der Nachtclub war? Nee, auswendig kenne ich die Karte. Nee, hätte ja sein können, dass du es zufällig weißt. Es könnte aber doch sein, dass dieser Nachtclub da, diese Bar, das da ist. Das wäre möglich. So, warum schnaufst denn du schon wieder so? Was hast denn du? Nee, habe ich mir jetzt bloß eingebildet. So, also die Nacht werden wir jetzt halt eh noch machen. Wenn ich es überlebe. Wie stehen die Wetten, dass ich es überlebe? Stehen die gut? Ich wette auf mich selbst.
Na, dann gucken wir doch mal 20 Minuten noch. Es ist jetzt, glaube ich, die vierte Nacht bei mir, oder? Ich glaube, die vierte Blutmondnacht. Also die ist jetzt noch nicht so heftig wie das, was noch kommen wird. Ich habe ja noch nicht einmal Käfige oder sonst was wegen den Vögeln. Von daher werde ich mich dann in den kommenden Folgen wirklich darauf konzentrieren, da was aufzubauen, was mich auch vor den dummen Geiern schützt. Ich weiß nicht, vielleicht sind sie auch schon dabei. Das kann auch sein. Und wie viele Punkte habt ihr? Ihr müsst mir bloß noch ein paar Mütter schicken, zusätzlich. Ich habe eine Umfrage gestartet, aber das sehe ich ja wieder nicht. Karonat hat 91. Nein, das geht im Blutmund nicht. Ach so. Also es geht quasi nicht um die Zeit, wo der Blutmond anfängt, aber könnte man das jetzt aktivieren? Wird Borbas sterben? Nein, 83%. Sandman hat 100 Kanalpunkte beigetragen. Dann danke ich dir, Sandman. Ist schön, dass du mal mit reingucken kannst noch. Vielleicht lässt es ja auch nebenbei laufen. Und was habt ihr geschrieben? Von wann bis wann geht die? 22 Uhr fängt es an bis früh, ne? Huhu, ich lasse nebenbei laufen. Das ist schön. Ich hoffe nur, dass wenn ihr mir irgendwas schickt, dass das dann hier in der Bude spawnt. Erwischt. Kann es sein, dass ich mir da unten den... Doch, es kommt doch die Geier. Ich bin ein mieser Schütze, ich weiß schon. Schade, dass man die nicht so nachladen kann, ne? Mann. Da so den Boden weg. Das kann ich mir gar nicht vorstellen, warum. Sind es die Mods, die da aktiv sind, oder? Ah, du bist leer. Schön. Servus.
sag mal, ich hasse das wirklich, ne? Dieses, naja. So, dich kann ich aufheben. Dich tue ich wegballern, dich tue ich auch wegballern. So. Könnt ihr mich mal das Geschütz aufstellen lassen? So, also jetzt nochmal. Rechtsklick. Jetzt. Ich kämpfe gegen dich mit Fäusten. Ich brauche größeres Magazin. Bis ich auf den Chat schaue, Leute, ist wahrscheinlich der Blutmund rum. Hast du mich ordentlich entschuldigt? Ja, hat er. Okay, sorry nochmal. Jeder Boden geht halt kaputt. Hast doch bei mir gesehen. Musst reparieren, niederstrecken. Also niederstrecken auf Bogas aktiviert. Geh mal in dein Inventar. Pack die mal, dann kannst du die nämlich nachladen. Danke. Hallo, für was hab ich dich? Ich sehe schon. Ich sehe schon, wo das hinführt. Sekunde. Hui. Kommst du jetzt her? Super. Sag mal, wo kommt denn hierher? Ich will den Geschützturm aufnehmen. Level up. Yeah. So. Ich glaube mal, dass ihr mir geholfen habt, weil ansonsten wäre ich schon längst draufgegangen. Witterung wäre echt besser gewesen. Ja, ich habe dich geheilt. Dankeschön. Und Strom auf die Zombies gemacht. Das Strömchen habe ich gesehen, ja. Ups.
Ich durchlöcher die Luft. Weil hier ist so stickig. Ein paar Munition habe ich ja noch. Warum kann ich dich jetzt nicht platzieren? Willst du mich jetzt veräppeln? Warum geht das manchmal, manchmal nicht? Ich darf halt jetzt nur nicht in meine eigene Schussbahn hier gehen. So. Ey. Danke. Der klopft oben irgendwo, ne? Also das Geschütz ist definitiv besser wie ich. Was Schild? Also nächste Blumen wird so nichts. Nee, das kann sein. Ich bin ja da immer äußerst entspannt, wenn ich sterben muss. Pimp-Punkte. Wisst ihr, wo dieser dumme Vogel ist? Der ist nervig, ne? Ah, da ist er. Wo ist er jetzt? Jetzt dachte ich, der fliegt hinter mir her. Oh, da kommt ein Spucker. Geht schon im Wechsel, oder? Du willst mich jetzt echt nerven, oder?
Piu, piu.